Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen. Wir sind wieder in der Pyramide des Drachenpharaos. Und irgendwo da hinten warten die netten Drachen auf uns. Hier an den Seiten war ja nichts. Ich gehe extra jetzt direkt mal von Anfang an nah ran, weil ich immer noch glaube, dass der Nahkampf die bessere Lösung ist. Mal abgesehen davon, dass es trotzdem unsere Leute erwischt. Aber was solltet? Gerade wenn gleich die zwei Drachen kommen, gibt es ja das übliche Problem. Jetzt wird uns hier wahrscheinlich genau hier Statue. So, labert uns hier voll. Da ging es zu einem Drachen. Wohin ging es denn hier? Sind das sozusagen die Drachen, die es einem unnötig schwer machen? Ja, sind sie. So, draufgehauen, benutzen. Den kann ich wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Der Trank hat keine vernünftige Fähigkeit, aber es ist ja egal. Die göttliche Einmischung müsste uns jetzt ja weiterhelfen. Genauso. Dann nehmen wir den schweren Sturm. Wir müssen sozusagen das Beste auffahren, was wir haben. In der Hoffnung, dass die Leute dann durchhalten. Druff, das war der erste. Das war der zweite. Also wenn es so läuft, können wir mit den Drachen also gut leben. Es dauert dann leider nur ein bisschen. Ne? Aber das ist dann leider so. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wo man weiter lernen kann wie Stufe 50. Ich habe da extra mal nachgeguckt. Und zwar gibt es wohl in Schloss Kalindra einen Lehrmeister, welcher einem wohl diesbezüglich helfen soll, bis halt Stufe 100 zu lernen. Was uns ja eigentlich ganz lieb wäre, wenn wir das Geld hätten. Ist ja das nächste Problem. Wir haben ja die Finanzmittelknappheit. Theoretisch würden wir 250.000 zusammenkriegen. Könnten wir nochmal die ganzen Edelsteinminen. Nein, sagt er. Dann lasse ich das bleiben. Halten wir uns das hier noch offen, den Hebel zu ziehen. Wir speichern aber trotzdem nochmal. Hier werde ich das jetzt, glaube ich, hoffentlich ein bisschen öfters machen. Sozusagen, damit wir immer, wenn wir ein paar Drachen geschafft haben, nicht das Problem haben, da plötzlich wieder vorzustehen. Weil das wäre dann doch sehr schade und zeitaufwendig. Also wie gesagt, wenn wir jetzt 250.000 Tacken zusammenkriegen könnten, würde ich die Edelsteinminen reaktivieren. Und mit denen dann könnte man dann mehr Geld machen. Vorausgesetzt, wir haben genug Edelsteine. Das ist ja dann wieder das nächste Problem. Dass wir sozusagen die Edelsteine damit in Gold umwandeln. Ich starte, gebt die 8 Nummern ein, um den Test zu bestehen. Sind sie in Reihe? Ich will euer Bestes sehen. Sind in Reihe. Ach so, sind sie, soll es aber wahrscheinlich heißen. Also gibt es hier jetzt ein Rätsel oder was? Ne, erstmal gibt es da einen Drachen. Wir werden erstmal hier die komplette Gegend von den Drachen befreien. Das wird, glaube ich, am mehr oder weniger dann. Was? Macht die Tür auf. Dann machen wir sie uns selber auf hier. So. Ein Hebel. Sind. Nö. Sind die Hebel das Rätsel? Weil viele sind da Drachen. Ich hätte vorher noch mal ruhen sollen. Hast du zufällig auch den göttlichen Eingriff? Nein. Machen wir Ende. Wen kann ich ein? Kann ich irgendeinen wiederholen? Nein, natürlich nicht. Deswegen wurde halt gespeichert. Ne? Ist eine ganz einfache Logik. So, Laden 44, okay. Vor jedem Drachen schlafen, beziehungsweise nach jedem Drachen schlafen. Merken. So, jetzt kommt hier wieder das. Genau, so. Gib die 8 Nummern ein, um den Test zu bestehen. Sind sie in der Reihe? Ich will euer Bestes sehen. Ne, da war einer. Ach, da ist ein Schädel. Die Schädel sind also wahrscheinlich das Rätsel, wo man dann 8 Nummern eingeben muss. Wie das dann auch immer genau laufen soll. Wir können ja einfach mal gucken.
Ich bin die Kleinste. Wie laute ich? Ja, theoretisch 1. Wenn ich 8 Nummern eingeben soll? Falsch. Okay, 1 ist schon mal nicht die kleinste Zahl. Das muss dann wie anders laufen. Ach Gott, ich brauche dann bestimmt gleich einen Zettel. Ich habe mein Zimmer gerade aufgeräumt. Ich habe keinen Zettel in der Nähe. Na gleich mal gucken. Erstmal hier die Tür wieder eintreten. So, und dann den nächsten Drachen ranholen. Ja, komm her hier. Sei ein braver Junge. Warum können die mal zweimal und mal nur einfach angreifen? So, jetzt nochmal schlafen. Wieder zaubern. Und gucken, ob hier noch irgendwo ein Drache rumschwirrt. Ist hier noch einer? Also hier nicht. Aber hier bestimmt. Drache? Nein. Okay, da ist noch ein Schädel. So, gibst du noch einen Tipp? Zusammen sind es 52. Der Rest liegt bei euch. Macht hurtig. Na, okay, da ist ein Stift, an dem muss ich irgendwie rankommen. Ich muss jetzt mal... So, ein leerer Briefumschlag wird wohl reichen. Und ein Stift. Und eine Unterlage wäre noch cool. Ja. So. Also insgesamt sollen es 52 sein, ne? So, erstmal hier ein bisschen. So, 52. Die kleinste ist schon mal nicht 1. Also alles größer 1. So, das ist ja... immer dieses Rumgerätsel. Ich bin, was übrig bleibt. Also ist das schon mal die größte. Wahrscheinlich. Nee, muss ja nicht. Ich bin die kleinste Gerade. Okay, die 2 kann es nicht sein? 4? Okay, das heißt, die kleinste selber ist 3. So, muss ich jetzt mal gucken. So, 3 ist weg, 4 ist weg. Das heißt, es bleiben über. Es sind 7, 7 davon abgezogen. Es bleiben 45 über. Oh, falsche Taste. Ich will immer mit WASD. Ich glaube, bei S habe ich gerade geschossen. So, ich bin die größte Primzahl. Bei 45? 13. Mist. Primzahl? 13, 17? Ne, müsste ja, glaube ich. Die 19? Müsste eine Primzahl sein. 20, 21. Die 23? Ich um Primzahlen. War das jetzt richtig? Ja, eigentlich schon, ne? Die 29 wäre aber ganz schön hoch. Das kann es eigentlich nicht sein. So, Primzahl. Eine 7 wäre zu klein. Was käme danach? Die 11? Ist falsch. 13 war es nicht. 13 wäre die nächste. Dann käme die 17. Hatte ich die? Ja. 19 wäre eine Primzahl. 21 ist keine. 23 ist eine, die habe ich aber schon. Das ist aber... 25 ist keine 26. Alles gerade kann ich ja sowieso ausschließen. Die 27 hatte ich aber, ne? So, ist die 29 hatte ich. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ist 31 eine Primzahl? Durch? Es wird zu hoch. So. 5. Okay, wir ignorieren die Primzahlen erstmal. Ich bin doppelt so groß wie die kleinste Gerade. Warte, die kleinste Gerade war 4, das heißt, wir haben die 8. So, die 8 ist weg. Es bleiben also noch 37 über. So, das war jetzt...
Dann haben wir hier, ich bin ein kleiner als die Größte. Das wissen wir noch nicht. Ich bin die Größte. Das wissen wir auch nicht. Irgendwas kleiner wie 37. Ich bin die kleinste übrige Primzahl. Die kleinste Primzahl, die übrig bleibt, könnte eine 5 sein. So, die 5 ist auch weg. Das heißt, es bleiben 32 über. Ich muss bei den Primzahlen irgendeine vergessen haben. Das bleibt übrig. Das kann, also das, was übrig bleibt, ist schon mal nicht die Größte. Das heißt, die kleinste Gerade haben wir. Also, die muss ich bestimmt wieder neu eingeben. So, 4. So, 4. Ich weiß nicht, müssen wir die kleinste, dann müssen wir wieder von vorne. Darf man keinen einzigen Fehler drin haben? Ich weiß es jetzt nicht. So, ich bin die größte Primzahl. Eine große Primzahl von 32. Muss noch eine kleinere Primzahl bei sein. Die 5 war es nicht. Das heißt, es müsste ja theoretisch die kleinste übrige Primzahl müsste dann ja 1 sein. Oder? Ja, oder 2. Nee, doch. Primzahlen, nur durch sich selbst und 1 teilbar. Fällt die 2 ja noch drunter. Was sehen wir an, die brauchen die kleinste Primzahl als 2. Die kleinste übrige Primzahl muss ja 1 sein. Ne? So, die kleinste übrige Primzahl ist 1. Das heißt, wir hätten da noch 31. Was haben wir denn da noch? 5. Die größte. Muss ja höher wie 8 sein. 11. Die 9, 12. 10 ist keine. 13. 14 ist keine, 15 ist keine, 16 ist keine, 17 ist eine. 18 ist keine, 19 ist eine. 20 ist keine, 21 ist keine, 22 ist keine, 23 ist wiederum eine und ist auch falsch. Und höher darf die eigentlich nicht gehen. Es bleiben jetzt ja wieder nur dann 9 über bei 23. Ne? Ja. 23, 24, 25, 26, 27. 27 ist viel zu groß. Entweder verstehe ich gerade die Primzahlen falsch oder ich habe eine vergessen oder das Spiel ist wieder scheiße. Die größte Primzahl. Verdammte Kacke. Das, oh. Kopf. Lass mich nicht im Stich. Oder bin ich gerade bei den Primzahlen falsch? Nee, eigentlich nicht. Oder ich mache mich hier gerade total zum Affen bei den Primzahlen. Ich bin die größte Primzahl, wie laute ich? Das Maximum ist 52, 3, 4, 8 und 5 haben wir schon raus. Es bleibt, es bleiben 32 über. Die 5 geht nicht. Es muss ja wieder 9, 10, 11. Ich bin für 11. So, wir nehmen erstmal, warte, hier ist die kleinste, nee, ich bin doppelt so groß wie die kleinste Gerade, das waren die 8. Und hier, ich bin kleiner als die Größte, wie laute ich? Die größte Zahl ist jetzt 15, also nehme ich hier eine 14. Nee, schade. Ich bin die Größte, wie laute ich? 15. 14. Auch falsch. 13. 12. 11. 8. 9. 10. Okay, die größte Zahl ist also 10. Das heißt, es bleiben noch 22 über. So, das müsste doch mit der Primzahl jetzt. Vielleicht die größte Primzahl. Zwischen 1 und 10 ist für mich die 7. Ihr sagt mir nicht, ich habe die vorhin nicht irgendwann mal dazwischen geschrieben. Okay, wir haben die 7 weg. Bleiben 15 über. So, dann müssen wir die anderen nochmal abarbeiten.
Ne, ich bin die Kleinste, wie laut ich? Die Kleinste war die 3. Dann haben wir hier, ich bin 1 kleiner als die Größte. Wenn die Größte 10 ist, bist du 9. Und die hier oben weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich bin doppelt so groß wie die Kleinste gerade. Du warst die 8. Damit haben wir die eine Seite abgearbeitet. Huch. So, die nächste. Ich bin die Größte, die hatten wir schon, bevor ich das nochmal vergesse. Und nehmen wir es einfach nochmal. Das war die 10. So, ich bin die kleinste übrige Primzahl. 3, 4, 5 ist da. 2 oder 1? 2 kann es nicht sein, wäre die kleinste. Ne? Also die kleinste ist ja schon 3. Ne? So, 3 ist eine Primzahl. 5 wäre eine Primzahl. Also wenn ich mich nicht verschrieben habe, haben wir die 5 aber schon. Die 7 haben... Die 7 haben wir schon? Und die 9. Ja, stimmt, die 7 ist die Primzahl. Die gibt es nicht. Ich bin die kleinste übrige Primzahl. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Müssten die einzigen Primzahlen sein in dem Bereich. 1, 2, 3, 5, 7, 9. 3 haben wir, 5 haben wir, 7 haben wir. Die 7 ist aber die größte. Zwei. Eins. Ich versuch's jetzt trotzdem. Drei. Fünf. Aber die fünf haben wir doch schon. Oder nicht? Oder war das eine 9 und ich habe mich da verschrieben? So, nochmal von vorne. Wir haben die 5. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwo Mist gebaut. 5. Die größte ist 10. Ich schreibe alles nochmal von vorne auf. Das sind 10. Bevor wir gleich den Rest ausrechnen müssen. Ich bin die kleinste gerade, das war die 4. So, die 4. Es tut mir leid, es dauert ein bisschen länger, aber ich bin die kleinste, das war die 3. So. Dann haben wir die größte Primzahl, das war die 7. Und, Mist. Hier haben wir, ich bin doppelt so groß für die größte gerade, das ist die 8. Jupp. Wie viel habe ich jetzt? 2, 4, 6 habe ich. Ich bin 1 kleiner als die größte, wie heißt ich? 9. Wir hatten die 5 Dollar nicht, warum habe ich... Ich muss mich irgendwo verschrieben haben. So, wir haben jetzt insgesamt 15, 19, 22, 29, 37, 46. Heißt, die 6 bleibt über. Na, das ist ja auch ein Krampf hier. So, ich bleibe übrig. Wie laut ich? 6, richtig. So, und jetzt, was passiert? Du? Zusammen sind es, das wissen wir. Habe ich jetzt irgendwas Glorreiches getan oder nicht? Ich mag mich an den Hebeln ziehen. Aber hier sind sie unentschlossen. Ja. Haha, hat's gemacht. Das muss mir doch weitergeholfen haben. Ich sehe nichts mehr. So. Wenn näher kommt, 8 Nummern, ja, das Beste, das Beste haben wir dir jetzt schon gezeigt. Irgendwas ist doch hier neben, wie komme ich da hinten? Bestimmt durch das Ziehen der ganzen Hebel. Oder gab es da unten einen Durchgang? Ja, natürlich gibt es hier unten einen Drachen. Ich hätte nach dem Rätsel speichern sollen. Nee, war nicht ganz so dringend. Rückzug. Schlafen. Erstmal wieder Licht machen und speichern. So, und bevor wir hier weitermachen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.